Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innogy, Rewe und der Kaffeerösterei Benzlips. Regennasse Fahrbahn, Dämmerlicht, durchweg schlechte Sicht auf der L676, der Verbindung ferne Salzkotten, dazu noch fehlende Fahrbahnmarkierungen. An solchen Schildern mangelt es jedoch auf der knapp 3 Kilometer langen Strecke nicht. Und sie stehen schon seit Abschluss der Fahrbahnarbeiten dort, also schon seit Monaten, alle Nase lang am Fahrbahnrand. Und werden wohl auch noch weitere Wochen dort stehen, da man sich über die Art der Fahrbahnmarkierungen nicht einigen kann. Da ist einerseits die Stadt Salzkotten. Sie favorisiert die Weiterführung des beidseitigen Radfahrstreifens zwischen Salzkotten und Ferne. Das Straßenverkehrsamt des Kreises Paderborn, das die letztliche Entscheidung hat, plädiert für die alte Form der Markierung, also ohne Radweg und mit Standspur. Mittlerweile ist die Bezirksregierung in Detmold mit dem Fall befasst. Da aber landesweit sich solche Kontroversen häufen, ist die Angelegenheit nun in Düsseldorf gelandet. Es soll dem Vernehmen nach also eine für das ganze Land Nordrhein-Westfalen geltende Regelung geben. Im Interesse aller Verkehrsteilnehmer bleibt zu hoffen, dass die Landesregierung unter Ministerpräsident Armin Laschet die Sache nicht zu lasch und langsam angeht und Radfahrer und Autofahrer auch sehen können, wo es lang geht und nicht nur die Schilder, die auf fehlende Markierungen aufmerksam machen. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salidenhof und der Ratsapotheke im Heda Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilumbüren Salzkotten, von KD Fliesentechnik, dem Schuhhaus Seanschuk und dem Einrichtungshaus Niggemeier.